Restaurant mit der Hitze. Boah, du bist am Tränen, ey. Guck dir das an. Herr Zinn, wie sieht es denn aus? Was gibt es denn heute von Ihnen? Wir haben ja jetzt ja Bacon-Sushi. Hühnerbrust. Also wir, Moment. Dann müssen wir also fangen wir klein an. Gefüllte Hühnerbrust vorbereitet. Ja. Mit Schinken, Käse und Basilikum, Bacon umwickelt. Und für die, die großen Hunger haben, die gefüllte Putenbrust mit einer Brotmischung. Oh, mit Brot. Aber das Letzte ist wie bekanntlich immer das Beste. Wir haben ja gerade schon gesagt, jurytechnisch bin ich ja ein bisschen unterlegen, weil mir einfach die Manpower fehlt. Ne? Genau. Wir müssen mal gucken. Also wir haben halt die Familie mitgebracht zur Verstärkung. Ne? Wir geben jeder ein Kind ab. Dann sind wir 3-3-3. Das wird jetzt schwierig. Welches Kind gibst du denn freiwillig ab? Ja, nur für die Ausführung. Also jetzt. Fairerweise muss ich sagen, dass das Sushi ist schon. Ja. Komm, ich tue die Enten mal mit drauf. Ja, die Enten. Gerne, aber. Die Enten hier, also die angebrannten Reisenten hier, das ist schon sehr, sehr geil. Und was es vor allem richtig kickt, ist hier die Gurke und der Sesam. Wenn die Gurke kalt da drauf kommt mit der Mayo hier, ja, also, das ist schon schwer Pornomänner. Ja, ne? Kann man essen. Das ist leider tatsächlich wahr, das kann man sogar unbedingt essen.
Man muss dazu sagen, wir sind jetzt schon alle im Fresskoma. Ja, man muss doch mal essen, wenn man keine Hunger hat, ne? Wenn man eh abnehmen will. War das letzte mit dem Abnehmen reine Mathematik? Man muss weniger reintun, als das man verbraucht. Scheiß drauf. Ja. Jetzt brauche ich aber ein Messer. Schön. Ich frage mich die ganze Zeit, wer noch kommt. So. Ich denke, wir werden gleich vorne an der Straße an Tisch hinstellen, aber auch keinen Verkauf, oder? Ja. So, was erwartet uns jetzt hier, Michael? Los, hau raus. Ja, das ist die gefüllte Hühnerbrust, plattgekloppt. Dann italienischer Schinken, geräuchert, Rohkohl dabei. Und ein italienischer Hackkäse mit Basilikum zusammengerollt. Und weil alles mit Bacon besser schmeckt, Bacon drumherum. Mit Bacon kann es nur geil werden. Es ist auch schon fast egal, was drin ist, ne? Genau. Das ist der Trick. Aber ich bin wirklich sehr gespannt, wie die Nummer mit der Brotfüllung. Die da. Ja, wie das schmecken wird. Da bin ich echt gespannt drauf. Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Weil da ist natürlich, wie immer, natürlich nicht so toll gelaufen. Das Gewürz etwas sehr intensiv, dass ich strecken musste, aber ich denke, das haut auch noch hin. Ja, warte ab, wenn da die Flüssigkeit vom Huhn mit reingeht, ich glaube nicht, dass es überwürzt ist. Nein, dafür habe ich ja gesorgt. Ich habe ja ein bisschen mehr gemacht und alles gut. Wer noch heute von uns dann eine Infusion braucht. Alle. Ich habe genug liegen. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wer das alles essen soll. Ganz ehrlich, wir sind so abgefüllt. Das ist auch kein Siegeressen mehr, das ist jetzt nur noch am Leben bleiben. Guck mal hier. Baby, that I can go without, just like a poison in me. All that I'm about, loving the highs, don't mind the lows. It's getting out of my control, I want that something. Ja, baby, cause I can go without. Mama used to tell me love ain't right if it ain't easy, but I'm in too deep to walk away from you. Papa used to tell me love should never drive you crazy, but I lose my mind if you don't get it soon. I'm addicted to your love, to your love, your love. I'm never gonna get enough. I'm a sucker for your love, for your love, your love. I'm never gonna get enough. You can end it soon.
das so wie in diesen normalen Videos, mit dem Video da reinbeißen, so. So Orgasmusstarren, ne? Genau. Ja, ja. Das schmeckt echt scheiße geil. Grillen kann man immer, egal ob im Winter oder im Sommer. Sehr lecker. Nächste Runde. Wie war das mit dem Siegeressen? Ja. Das Gute ist, die meisten können schon nicht mehr. Genau. So. Also ich kann nichts sagen. Nein, das ist klar. Mir wird gerade das Ohr geleckt. Das Battle, was jetzt hier stattgefunden hat, das konnte kein Sieger zugeordnet werden. Warum? Wir sind eigentlich alle im Fresskoma. Wir haben so viel gefressen, dass wir eine objektive Beschreibung der Leistung der teilnehmenden Probanden nicht. Alle anderen, die noch hier sind, die auch mitgegessen haben, haben ähnliche Situationen. Also wir kämpfen mit Blutsturz und Bluthochdruck und allem, was dazugehört. Also es geht nicht. Also es war sehr, sehr lecker. Ja. Ich denke, euch hat es genauso viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Sehr schöner Tag. Aber es war einfach zu viel Futter. Und zu warm. Aber das ist egal. Besser warm als kalt. Genau. Also ich meine, wenn man bei 32 Grad im Schatten auch noch einen Grill anmacht, da kann man echt einen am Helm haben. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen und die Bilder haben ist mal ein bisschen was anderes als Vespa. Jetzt haben wir mal so ein bisschen Party und Grillen und so. Das gehört auch dazu zum Leben. Aber wir haben ja hier mit den richtigen Vespa-Jungs hier gegrillt und das war schon sehr geil. Und ich korrigiere, richtige Vespas waren auch da. Richtig, richtig. Wobei wir gerade bei einem Facebook-Post gesehen haben, der Herr Zinnen hat sich ich blende euch jetzt ein Foto ein. Herr Zinnen hat sich entschieden, das Vespa-Schrauben auf Viertakter umzustellen. Respekt! Nee, andersrum. Ja, keine Lust mehr zu mischen. Ich habe keinen Bock mehr zu schrauben und da habe ich wieder Leute, die schrauben können. Richtig. Fachleute, genau. Dann kannst du betreutes Schrauben. Genau. Genau. Nein, also auch zum Abschluss, der Tag hat auch was gebracht. Wir haben jetzt gesehen, wie scheiße man auf einem MP aussehen kann. In diesem Sinne, bleibt hässlich und wenn er rausgeht, fällt nicht in den Schnee. Tschüss. Ciao.